So Leute, und willkommen zurück bei Portal 2. Hallo und Leute. Du hast 2000 Schritte mehr als ich. Ja. Okay. Das lag aber auch daran, dass ich mit einem Freund nochmal ein paar Level nachgespielt habe. Na, das ist glaube ich für unser, das ist jetzt nur für unser Dings hier. Nee, die Schritte zählen gesamt. Echt? Ja. Das ist ja cool. Dann muss ich deswegen habe ich diese 2000 Schritte gesammelt. Ich dachte schon, weil... Also ein paar Schritte mehr hätte ich ja verstanden, aber 2000 Schritte mehr. Aber an dieser Anzeige über den Türen sieht man halt, welche Level ich gemacht habe. Und hier im Abschnitt 4 war kein einziger markiert. Das heißt, weder ich noch du haben jemals diesen Abschnitt betreten. Hm. Mysteriös. Obwohl doch, wir haben den Abschnitt schon mal betreten. Wir haben den Abschnitt betreten. Ja, aber kein Test geschafft da drin. Nee, konnten wir leider nicht fertig machen. Na, jetzt haben wir ja Zeit. Genau. Ich hab schon wieder meine süchtig machenden Zuckerbonbons. Einer gewissen Marke. Mir so. Ist aufgefallen, dass ihr euch sehr nahe gekommen seid. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Ups. Entschuldigung. Ja, entferne mein Portal nur. Dann muss ich aber... Ach nee, du kannst auffliegen. Blue, mach dich nicht lustig über Orange. Nee, du musst fliegen. Scheiße, Mann, wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Pass mal auf, ich kann dich wieder rausholen. Schau einfach durchs Portal. Durch mein anderes. Ach so. Nee, schon gut, das ist ja richtig so jetzt. Ich laufe einfach. Ach ja, jetzt funktioniert sogar. Haha, dadurch, dass ich den Strahl umgedreht habe. Und er fliegt. Er fliegt, wie er dahin fliegt. Yeah. Oh, jetzt beeil dich doch mal. Katsch. Du bist so lahm. Okay, ich muss hier gegen drücken weiterhin. Sonst. Klappt das von unten wahrscheinlich wieder ein. Ja, aber wie komme ich denn da rüber dann? Muss ich auch? Komm mir einfach hinterher. Ach auf die so, gleiche Weise, wie ich hierher gekommen bin. Dann warten wir jetzt hier wieder Ewigkeiten, bis ich da bin. Na, Beeilung. Wie sieht richtig aus, wenn du versuchst, da drin zu laufen? Ehrlich? Mhm. Guck ich mir nachher mal an. Wo ich sehe es ja da so ein bisschen. Oh, sieht das geil aus. Das ist stilvoll. Okay, du gehst jetzt nach unten durch und guck mal, ob da irgendwie ein Dauer auf der Schalter ist. Nö. Ich habe auch mal Partnersicht an. Hier ist gar nichts, hier ist nur eine Kamera. Stirbkamera. Nee, ich könnte ja mal fürs. Ach, hier, warte mal. Warte mal, welches ist das? Welches ist das? Welches ist das andere? Lila. Ja. Lila war das. Ja, ich weiß, wie es geht. Ich habe auch einen Verdacht. Ach, okay, so geht's auch. Ich komm nicht durch. Okay, bin da. Türrahmen hängen. Ich lass mich durchschweben. Ich auch. Ausgezeichnet, ihr macht euch beide sehr gut. Echt? Was? Hat GLaDOS uns gerade gelobt? Ist das schon mal vorgekommen? Komischerweise war die Stimme, die geredet hat, und der Text bei mir was ganz anderes. Ja, bei mir auch. Hä? Stimmt, das fällt mir jetzt erst auf. Ich habe gerade so auf den Text geguckt und dachte, war das irgendwie ein Bug? Aber nee, das war wirklich was anderes. Lol. Haben die wohl beim Synchronisieren Fehler gemacht und dann falschen Text zu falschem. Ja, deutsche Synchronisation ist immer toll. Ja. Das ist was ganz Besonderes. Ich habe die Rede von Orange angehört und weiß wirklich nicht, wie du das aushalten kannst. What the? Engelsgeduld. Jetzt kommen zwei Aufnahmen gleichzeitig. Auch mal was. Was? Komm hier? Bei mir hat GLaDOS gerade zweimal gleichzeitig geredet. Achso. Ich denke mal, da kommt man irgendwie an irgendwas ran. Ja, da kommt man nicht nur an. Sollte man. Ja, bin ich nicht mal Okay, mach auf. Nee, sonst mach. Ja, ich hab doch schon mein Portal da hingesetzt. Wo soll ich es jetzt sonst hinsetzen? Wo gibt's noch was, wo ich mein Portal hinsetzen kann? Da. Nee, das geht nicht. Hier. Ich wundere mich so ein bisschen, wie man zu der... Hä, wo bist du denn? Ach, hinter mir. Ja. Ach, huch, und da ist so ein Sprungteil. Ja, dann kann man hier nämlich in diesen Strahl reinspringen. Oh, vielleicht hättest du das machen sollen. Nee, ich hätte es machen sollen. Scheiße. Egal. Nochmal neu. Wieso? Nee. Nee, müsste auch so gehen, oder? Nee, warte mal. So. Und dann machst du da dein Portal.
Da. Ach so, hä? Du machst deins. Nee, guck mal, so spring ich in die Suppe. Richtig. Ja, das ist, weil du eben deine Portale dahin gemacht hast, wo ich sie jetzt gerade hingemacht habe. Blue, das hast du genau richtig vorhin. Du musst. Gesehen. Nein, du musst jetzt, komm mal zu mir hin. Du musst da dein Portal Nein, machen, meine Du musst dein dahin machen. Da, wo ich sie eben hingesetzt habe. Da. Aber dann verschwindet's doch. Nee, und jetzt machst du das andere dahin. Achso, dann schwebst du durch. So. Okay, so geht's auch. Obwohl, nee, du fällst trotzdem runter. Ach ja. Warte. So, Ja, machen wir einfach mal so. So dürftest du nicht runterfallen. Okay, gut. Ja, warum sind wir eigentlich immer so kompliziert? Ich wollte es doch so machen. Ja, beim zweiten Anlauf. Ja. Warum denke ich immer so kompliziert? Ich denke immer viel zu kompliziert. Ja, jetzt kannst du es doch bestimmt irgendwie... Ich kann das da rüber schmeißen, ja? Kannst du? Juhu. Dann nehme ich das mal. Soll ich hier oben bleiben oder kann ich raus? Ich denke mal, das ist nicht richtig, dass das da auf Knopf liegt. Ich glaube nämlich, ich muss hier weiter. Warte mal. So. Wir müssen es irgendwie... Nee, ich glaube eher. Du Mach bist da oben jetzt fertig und kannst wieder runterkommen. Nee, ich glaube nicht. Aber... Geht die Tür jetzt auf? Die Tür da oben ist offen. Komm mal, guck dir das nochmal an. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, den Ball in dieses Teil, in diesen Schlauch, keine Ahnung, wie man das nennt, reinzukriegen, dass er dauerhaft dagegen gepresst wird. Ja, das kann ich dir sagen, wie das funktioniert. Deswegen würde ich sagen, ich nehme das da auch mit dem Gelben auf. Mach mal bitte dein Gelbes. Ja, genau, das richtig. Nee. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Du musst dein Geld dahin machen. Da, auf die Seite. Ja, oder genau, da. Oder so, das oder ist... Oder so rum, ist egal. Dann mach ich meins. Nee, ist nicht egal. Doch, ist egal. Dann mach ich meins hier auf die andere Seite. Hahaha, wie kriegen wir den... Scheiße. Wir haben Scheiße gebaut, als wir den Ball hier durch das Fenster geworfen haben. Du hättest ihn da drin behalten sollen. Ja, dann hätte ich mein Portal nicht setzen können, oder? Doch, hätte ich. Ja, Ja gut, weg damit. Euer Ball. Warte mal, ich spring da jetzt... Ach nee, das geht ja nicht. Nee, du musst... Kannst du mal die Portale setzen, dass ich da reinspringen kann? Ja, kann ich machen. Ah, kompliziert ist das hier. Ja, wir fehlen. Aber hatten uns am Anfang noch so beschwert, dass es so einfach war. Ja, ich bin aber ganz froh, dass es komplizierter wird, sonst ist das Spiel so schnell vorbei. Ich meine, sie haben 8 Stunden Spielzeit angekündigt. Ich weiß halt nicht, wie lange wir brauchen. Jetzt unsere 10. Okay, Folge. Jetzt mach mal den da irgendwie. Also ich muss. Scheiße. Nee, ist richtig. Nicht richtig. Oder? Doch. Oh, scheiße, Mann. Warte mal. Ich kann da ja nicht durchfeuern. Nee, aber du kannst. Ach nee, du kannst da nicht durchfeuern. Was machen wir denn am besten mit der Kugel dann? Aber ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Also ich habe inzwischen kein System mehr, du? Lass die Kugel... Warte mal, nee, das funktioniert ja nicht. Ich könnte dir den Strahl dahin machen, aber das wird ja auch nichts bringen. Oder? Ah. Kannst du dieses Warp-Teil mal ein bisschen höher machen? Ein bisschen höher? Ja. Jetzt möchte ich auch höher schweben natürlich. Ja, geschafft. So. Ach so, okay, das ist ja einfach. Okay, ich glaube nicht, dass das wirklich der Sinn war, weil das war echt so eine Eckengeschichte. Nein, das ist falsch. Wieso? Ja, genau, da einfach durch. Ich kann sagen, ist doch richtig. Durchdingsen lassen. So. Jetzt komm runter. Funktioniert. Tür ist offen. Ja, aber wie komme ich runter ohne meine Portale zu zerstören? Ah, ich weiß es. Es ist viel einfacher. Zack. Stimmt, jetzt kann ich runter. Ja, weil jetzt hast du gar keine Portale mehr, die du benutzt. Das Ganze nochmal überbrücken. Komm her. Hopp. Ich kann nicht länger schweigen. Und hepp. Würdest du das Rätsel schneller lösen? Orange wirft dich zurück. So, jetzt ist es raus. Du wirst mich zurück.
Nur, dass du es gerade gelöst hast, aber davon mal abgesehen. Ja, hier ist auch schon wieder eine ganz andere Schrift als das, was bei dir über die Lautsprecher kam und bei mir. Ich höre ja so ein bisschen das Echo-mäßig, was bei dir läuft. Ja, ich weiß. Ja, das war ja was ganz anderes, als sie bei mir gesagt hat auch. Irgendwie scheint da... Geile Sache. GLaDOS dreht durch. Und das in einem Maße, das eigentlich gar nicht ins Spiel gehört. Boah, jetzt hast du gerade ein bisschen geleckt, deine Stimme. Nein. Ja, jetzt geht's wieder. Gut. Orange, Blue und ich sprachen eben über dein Verhalten in den letzten Tests. Ach! Ja, das stimmt. Orange werden 75 Kollaborationspunkte abgezogen. Du hast doch eh schon minus 500. Eben. Okay, da unten bewegt sich irgendwas. Irgendwas Großes. Ich denke mal, da sollte man nicht drauf, oder? Ich kann Learning by doing! Ja. Okay, was ich eigentlich meinte. Eine Bitte an euch, an die Zuhörer. Wenn ihr Kommentare macht, egal ob jetzt bei meinem Age of Pirates oder hier beim Portal oder so, dann erwähnt doch bitte einmal die Sekunde oder die Minute. Wenn ihr euch auf was Spezifisches irgendwie bezieht. Also ihr schreibt einfach, ihr seht in Minute 15 ist was passiert, dass ihr kommentieren wollt. Dann schreibt ihr 15 Doppelpunkt 00 und dann euren Kommentar. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass so spät am Ende was passiert. Naja. Nee. Oh, ich hab schon eine Idee. Ja? Ich weiß noch nicht, was es für einen Sinn haben soll, aber das sehen wir dann. Du lass mich mal hier hochschweben. Da hochschweben, okay. Da ist hellblaue Portal dahin. Okay. So habe ich eine Höhe, mit der ich ziemlich viel Schwung kriege. Was ja, bringt mir dieser Schwung jetzt? Nee, pass mal auf. Ich lasse dich hier mal kurz runterfallen, ne? Warte mal. Okay, jetzt lass mich runterfallen. Ja, da wollte ich eigentlich auch mal ein Portal machen. Weil so. Du nämlich da oben gegenschweben kannst, irgendwie. Da musst du gegenschweben können. Und was bringt es mir? Ja, das müssen außer, dass ich über einer tödlichen Mühle schwebe. Mann, jetzt kommt da draußen auch die Müllabfuhr. Nee. Ich möchte mal gucken. Lass mich mal nochmal hochschweben hier. Da ist ein Cube. Ja, eben, ich weiß. Deswegen, ich versuche da schon hinzukommen. Okay. Okay, und dann lösche ich einfach dein Portal. Das geht ja auch. Okay, das reicht schon mal nicht. Nee. Das langt nicht. Lass mich nochmal hochschweben. Ich probiere jetzt einfach ein paar Plattformen aus. So, ja, probier einfach mal aus. Ich habe leider auch keine Ahnung. Okay, ich glaube nicht, dass das Sinn ist, aber bleib mal auf den Knopf stehen einfach. Okay. Und jetzt schwebst du weiter. Wenn ich jetzt hier drauf stelle mich, dann fällst du runter. Fall ich runter. Ja, so viel zum Kommentar im ersten Video. Noch wollen wir uns nicht sabotieren. Ich dachte, wir wollen jetzt die ersten paar Folgen nicht sabotieren. Das sagte ich. Ja. Also, wenn du eine Ahnung hast, was wir hier machen könnten. Also, ich kann nicht da oben gehen. Ja, ich habe eine Ahnung. Lass mich nochmal hochschweben. Ich weiß es auch. Ganz. Lass mich hochschweben. Es ist im Grunde simpel, ja. Lass mich schweben. Ich bin Hermes, der Götterbote. Ich hab's auch. Ich hab's jetzt auch raus. Ja, genau, mach jetzt. Mach einfach wieder genauso wie eben. Ja. Wenn ich durch bin, setzt du dein. Genau. Und dann setzt du dein Warp-Teil daran. Ich weiß. Und ich schwebe rüber. Habe ein Cube und wir können das Ganze wiederholen. Nur. Oh, nein! Oh, ich dachte, ich fall runter. Das war knapp. Das war echt knapp. So, jetzt können wir das Ganze wiederholen, nur ohne dass jemand ständig auf der Plattform stehen muss. Ja, richtig. Obwohl ich habe irgendwie den Verdacht, dass man das.